So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle EP-Münzen. Wir brauchen insgesamt 5 Stück. 2 Stück habe ich schon gefunden. Ich werde euch aber gleich eine Map einblenden, wo ihr wirklich alle Münzen von dieser Woche finden werdet. Also, ich denke mal, wir werden schon alle finden, aber wir müssen natürlich ein bisschen rumfliegen, in Anführungszeichen. Wir gucken gleich mal das Beste. Am besten würde ich das Ganze halt natürlich in Gruppenkeile machen. Bietet sich einfach an, ihr habt da am meisten die Ruhe. So, dann erstmal danke für euren ganzen Support auf die ganzen Videos und hast du nicht gesehen. Und dann noch des Weiteren wegen der Skin-Verlosung. Das ist kein Clickbait. Diese Skin-Verlosung gibt es wirklich. Und zwar bei mir im Livestream. Ich unterstütze quasi alle Mitglieder, die mich quasi unterstützen, bekommen von mir einen Skin geschenkt. Also einfach Mitglied werden, im Livestream dabei sein. Und jedes Mal, wenn ich eine Solo-Runde gewinne, verlose ich halt jeweils einen Skin. Also wenn du Bock hast, guck gerne mal im Stream vorbei. Wenn ich dir jetzt schon mit der Aufgabe gleich helfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Wer richtig Support da lassen will, gerne auch Creator-Code eintragen. Ganz easy, YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in Gruppenkeile. Wir gucken auch direkt mal, wie gesagt, wo die ganzen XP-Münzen sind. Und hier sind halt alle versteckt. Ich würde sagen, wir gucken echt, dass wir hier an der Küste von Pleasant Park. Aber wir müssen erstmal gucken, wie die Route ist. Weil ganz so einfach wird das nämlich jetzt auch nicht. 3 Stück brauche ich ja nur noch. Aber ich würde echt sagen, so Pleasant Park, einmal um Pleasant Park rum, hat man halt easy 5, 6 Stück ohne Probleme, würde ich sagen. Aber ich denke mal, die Münzen werden sich auch ganz normal im Spielmodus finden lassen. Also ihr braucht dann nicht explizit die Aufgabe zu suchen. Einfach ganz normal die anderen Missionen machen, dann werde ich den Rest schon automatisch finden. So, dann gucke ich jetzt mal selber, wo ich nämlich meine ganzen Münzen herkriege. So, das Bild kann ich erstmal rausnehmen. Und dann würde ich nämlich sagen, Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ich habe nämlich nebenbei jetzt auch das Bild offen. So, was sagt die Route? Die Route sagt, ich kann allein schon hier 2 Münzen aufsammeln. Und wenn ich dann nämlich an den Häusern da unten hergehe, also hier sind nochmal 3 Stück. Eine ist irgendwo da und eine bisschen da hinten. Aber erstmal hole ich mir hier hinten die 2. Und dann fehlt mir nämlich persönlich nur eine. Aber wie gesagt, ihr braucht da nicht auf Krampf die Münzen zu sammeln, weil ihr werdet die im Laufe des Spiels halt immer wieder finden. Aber ihr wisst ja, ich lade für euch auch alle Aufgaben hoch. Also muss die Aufgabe natürlich auch sein. Mit einer kleinen Erklärung. Wie gesagt, wenn du wissen willst, wo die ganzen sind, einfach gerade das Video auf Pause machen, wo ich eben die Map eingeblendet habe. Und dann werdet ihr schon alles ganz easy finden. So, ich muss mich jetzt selber hier erstmal suchen, wo die sind. Ich meine, eine war, ja, FPS-Drops. Eine war, glaube ich, definitiv hier. Nicht, dass ich jetzt die alte Map gefunden habe. Das wäre nämlich richtig lost. Ne, die müssen hier am Rand sein. Warte mal. Dun. War hier nicht? Ah, seht ihr, da ist nämlich schon die erste. Und die andere ist nämlich auch ziemlich am Rand. Zack, jetzt sind wir schon 3 von 5. Und wie gesagt, ihr werdet die easy im Laufe der Runde finden. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich denke mal so 2, 3, so wie ich sie gefunden habe, werdet ihr auch finden. So, jetzt muss ich schon selber gucken. Hier soll noch irgendwo eine sein. Ziemlich an der Spitze hiervon. Ich schätze mal dann hier unten. Na? Na, hier bin ich schon zu weit. Oh Gott, ich bin selber so orientierungslos gerade. Ach ne, die ist da oben. Ach, dann gehen wir einfach an die nächsten, an den Hütten. Weil da sind ja definitiv auch noch welche. Also, wie gesagt, ich muss euch ja nicht alle Münzen jetzt zeigen, wo die versteckt sind. Weil ihr werdet die halt eh im Laufe des Spiels sowieso finden. Aber wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Abo nicht vergessen, wenn du weiterhin Aufgaben sehen willst, die halt von mir sind. Habe ich da gerade was Ledernes gesehen oder ich bin verkückt. So, dann haben wir nämlich hier in dem Haus müsste noch eine sein. Und da müssten wir schon bald eigentlich haben. Dann kann ich nämlich gleich noch die Plündermission auch noch direkt mit in eine machen. So, hier in dem Haus. Ne, hier unten muss eine sein. Ah. Aha, da haben wir sie doch. Hier kleiner Trick. Immer schön einbauen. Damit die nämlich schön alle versteckt sind. Zack, 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 zack. So, wo versteckt sich wieder eine? Ich weiß nicht, ich mag diese Münzen nicht, ganz ehrlich nicht.
So, das war die violette. Vor allem, die wird mir gar nicht angezeigt. Das ist natürlich auch wieder lustig. So, dann haben wir hier die zwei Häuser. Dann fehlt mir nämlich jetzt nur noch ein. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt schon mal an zu looten. Die anderen werde ich schon im Laufe der Runde finden, würde ich sagen. Weil wir müssen ja, wie gesagt, 12 Kisten aufmachen für die goldene Plündermedaille. Das ist halt ein bisschen was. Oh, bester Loot. So, dann gehe ich mich noch schnell hier in das Haus. Und wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne Abo da lassen, Like da lassen. Halt das Übliche. Ich denke mal, ich brauche da nicht viel sagen. Aber auch Dank an die alten Hasen, die natürlich jetzt wieder weiter supporten. Weil ihr wisst ja, jede Minute, die mir zuguckt, supportet mich irgendwo. Also erstmal geht da ein Gruß an alle raus, die da wieder Liebe da lassen, ohne Ende. So, hier in den Bäumen soll aber definitiv noch eine sein. Weil jetzt will ich die Aufgabe natürlich auch fertig haben. Und hier haben wir definitiv noch eine Kiste. Schmeckt. Alter, wie viele MPs, Pumps finde ich denn? So, ah, da haben wir sie. So, dann haben wir die nämlich jetzt fertig. Zack. 5 von 5. Zack. Nächste EP. Schmeckt. Nämlich schon Level 179 und ich bin halt echt mal gespannt, wie hoch wir noch kommen, ey. Also irgendwie hat man jetzt dadurch, dass die Season verlängert ist, doch das Bedürfnis, noch mehr zu leveln. Zumindest ich. Also mir geht es so nach dem Motto, jetzt ist es eigentlich machbar und aus dem Grund will ich dann schon mehr leveln. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir geht es definitiv so. Hier ist keine Kiste. Bam, 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 bam. Ja, immer schön durch die Büsche gehen. Ja, gut, der war jetzt gerade leer. Weil in den Büschen ist auch so oft Loot drin. Und man guckt überhaupt nicht dahin. So. Ich brauche aber noch Kisten, 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 Kisten. Oh, warum ist denn hier einer gelandet? Hat er alles aufgemacht? Ne, die Kiste hat er nicht aufgemacht. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass da oben eine ist. Ist hier noch eine? Doch, hier ist noch einer. Ist der nur da gelandet und ist wieder abgehauen? Aber soll mir recht sein. Dann bin ich meiner Medaille nämlich noch näher. So, Pleasant Park sieht voll aus. Gucken, ob wir hier noch eine finden. Wie gesagt, mir geht es jetzt halt darum, noch irgendwie die blöde Plündermedaille zu kriegen. Die goldene, aber dafür muss ich halt einiges an Kisten aufmachen. Ah, schmeckt. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir schon 8? 8 haben wir jetzt. Oh, ja, ist gut, Spiel. Leckt noch mehr rum. Hier ist noch eine drin. Haben wir nämlich 9. Dann unter der Brücke war doch, meine ich, auch. Ja, unter der Brücke ist noch eine. Aber hier ist, meine ich, nämlich auch noch eine. Ja. Ehre. Dann haben wir, glaube ich, 10 jetzt. Och ne, ernsthaft jetzt? Die Bauskills sind wieder voll am Start. Aber da habt ihr wenigstens noch was zu lachen. So, da haben wir nämlich einmal hier die Kiste noch. Ach, da hinten ist auch direkt noch eine. Ja, 36 Leben habe ich noch. Komm, komm, komm. Schneller, schneller. Ah, hier wird mir sonst wieder dasselbe passieren. Ich wäre jetzt wieder fast darüber gesprungen, gell? So, haben wir den Stieblinder-Medaille auch. Ganz entspannt. Nächsten XP. Kriegen wir sie noch? Ja, doch, haben wir schon bekommen. So, dann gucken wir noch, dass wir ein paar Kills vielleicht machen. Ein, zwei Kills. Darf ja kein Video fehlen ohne Kill. Ah ja. Wo ist er denn hin? Schissbucks. Boah, diese FPS-Drops, aber sie gehen noch. Aha. Er holt mich mit der Pistole weg. Ich sage ja, Pistole. Overpowered hoch 8. Also ein Kill muss sein. Sonst kann ich hier nicht aus der Runde rausgehen, auch wenn ich hier Aufgaben mache. Guckt euch diese FPS-Drops an. 11, 3.
Ich will einen Kill haben, sonst kann ich hier nicht rausgehen. Ehrlich nicht. Boah, was sind das denn für FPS-Drops? Ist ja unspielbar, ey. Ernsthaft. Also RPG ist meines Wissens viel zu viele in Gruppenkeile drin. Ich wurde eben schon in der einen Runde so oft weggeholt mit der RPG. Das ist ja anders eklig, ey. Vor allem, das war doch früher nicht so, ey. Ja, Schwitzer-Skin, aber zwei Headshots, dann ist auch eher machtlos. So, Leute, danke für den ganzen Support. Und wir gehen damit direkt rüber zur nächsten Aufgabe. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Da, 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 da.